Ich habe mich mal gefragt, wie viel Beschleunigung erfährt eigentlich so ein Pilot hier und damit natürlich auch sein ganzes Flugzeug, wenn er von einem Flugzeugträger, zum Beispiel von dem hier, abhebt. Und damit wir das machen können oder damit ich das berechnen kann, habe ich mir ein paar Daten aus dem Internet rausgesucht. Und zwar einmal, das hier ist eine F-18 Hornet, müsste ein amerikanisches Flugzeug sein. Und damit das Ding abheben kann, braucht eine Geschwindigkeit von ungefähr, also wir rechnen am besten einfach mit einer vernünftig gerundeten Zahl, mit 260 Kilometern pro Stunde. Und um das zu machen, also das ist der Flugzeugträger und die Länge der Startbahn, das wäre die hier, das ist die Startbahn und dann fliegen die hier runter. Die Länge der Startbahn habe ich nachgeguckt, das müssten ungefähr 80 Meter sein, also wir rechnen einfach mal mit 80 Metern. Und nur damit man es nochmal sieht, hier wird gestartet, hier hinten würden sie dann landen. Und wir wissen jetzt also, das Flugzeug steht hier, so wie das da. Und wenn wir hier hinten angekommen sind, an der Kante, bis dahin müssen wir auf jeden Fall unsere Endgeschwindigkeit erreicht haben. Richtig? Weil sonst fallen wir einfach runter, weil wir nicht abgehoben sind. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Also, um die ganzen Sachen mal noch auf einem Bildschirm zu haben, wir wissen, dass unsere Anfangsgeschwindigkeit VA 0 Meter pro Sekunde ist. Wir stehen ja einfach nur. 0 Meter pro Sekunde ist. Und wir wissen, dass wir zum Schluss, zum Abheben, also nachdem wir 80 Meter gefahren sind, müssen wir auf jeden Fall 260 Kilometer pro Stunde erreicht haben. Die Zahl hier. Sonst plumpsen wir einfach runter von der Kante. Das wollen wir natürlich nicht. 260 Kilometer pro Stunde. Und um genau zu sein, fährt man hier nicht einfach nur runter, sondern man wird da eigentlich runter katapultiert. Also na, man sieht sie leider nicht ganz so gut. Die werden da unten noch von so einem kleinen, von so einem kleinen Stahlstrang einfach runter geschossen sozusagen. Also die werden runtergedrückt, mehr oder weniger von dem Dings, und die fahren nicht wirklich, also nicht maßgeblich mit ihren Rädern darunter. Die sind eigentlich mehr zum Landen gedacht. Okay, aber so viel zu dem Exkurs. Wir wollen ja eigentlich gucken, wie viel Kraft nun oder wie viel Beschleunigung dieser Pilot erfahren wird. Und dafür müssen wir natürlich erstmal gucken, mit 260 Kilometern pro Stunde lässt sich doof rechnen. Wir wollen uns ja angewöhnen, immer in den Grundeinheiten zu rechnen. Und die Länge der Startbahn zum Beispiel haben wir ja auch in 80 Metern gegeben. Also rechnen wir uns diese 260 Kilometer pro Stunde am besten auch erstmal in Meter pro Sekunde um. Und dazu können wir jetzt anfangen, womit wir wollen. Ich würde sagen, wir fangen an und schauen mal, wie viele Sekunden sind denn eigentlich in einer Stunde drin. Und das haben wir schon mal ausgerechnet, das sind 3600 Sekunden. Und damit kürzen sich ja dann die Stunden und die Stunden raus. Und jetzt wollen wir noch wissen, wie viele Meter sind denn eigentlich in einem Kilometer? In einem Kilometer, damit sich die Kilometer hier oben rauskürzen. Und das sind 1000. Das hatten wir auch schon mal. Und wenn du jetzt überhaupt nicht weißt, was ich hier gerade gemacht habe, musst du mal, am besten dir ein paar Videos vorher angucken. Da haben wir das schon mal erklärt. Und was aber auf jeden Fall, was ich jedem raten würde, wenn ihr diese Umwandlung von Einheiten macht und vor allem, wenn es eine etwas kompliziertere ist, so wie die hier, solltet ihr auf jeden Fall darüber nachdenken, ob das Sinn macht, was ihr eigentlich gerade berechnen wollt. Also, wenn wir mal gucken, wenn ich 260 Kilometer pro Stunde in 260 Kilometer pro Sekunde umrechnen wollen würde, also ohne den Teil hier hinten, nur das beides hier vorne, dann muss ich natürlich eine wesentlich kleinere Zahl daraus bekommen, weil wenn ich 260 Kilometer in einer Stunde schaffe, dann muss ich doch wesentlich weniger Kilometer in einer Sekunde schaffen, weil Sekunde doch eine viel, 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 viel kürzere Zeiteinheit ist, zumindest verglichen mit einer Stunde. Und andersrum, wenn wir jetzt zum Beispiel den Part hier vergessen und einfach nur 260 Kilometer pro Stunde in Meter pro Stunde umrechnen wollen, dann macht das ja auch Sinn, dass wir um irgendeinen Faktor größer werden, weil Meter ja eine viel kleinere Einheit ist. Das heißt, in einer Stunde schaffe ich doch viel mehr Meter zurückzulegen, als Kilometer zurückzulegen. Ich denke, das sollte an und für sich soweit Sinn machen. Und wenn wir das ausrechnen, dann kürzen sich die Kilometer mit den Kilometern raus, die Stunden mit den Stunden. Und das wollen wir nicht im Kopf ausrechnen, dafür haben wir ja Taschenrechner. Einmal, also wir können das natürlich auch, so viel dazu, wir können das natürlich auch schriftlich ausrechnen, aber damit das Video nicht allzu lang wird, wollen wir das mal so ausrechnen. Wir haben 260 geteilt durch 3600
600. Und das Ganze rechnen wir nochmal 1000. Und ich habe bei der Endgeschwindigkeit habe ich ja schon gerundet gehabt auf zwei signifikante Stellen, die 2 und die 6. Die 0 sagt uns ja nichts aus, es könnten ja auch 258 gewesen sein. Und ich habe es zum besseren Rechnen einfach nur aufgerundet. Also nehmen wir hier auch nur zwei Stellen, also ist die Umrechnung 72 Meter pro Sekunde. So, und dann können wir schon anfangen mit unserer eigentlichen Berechnung. Wir haben im letzten Video gesehen, nehmen wir eine schönere Farbe, nehmen wir Violett. Ich scrolle nochmal ein bisschen runter, auch wenn man dann leider die schönen Bildchen nicht mehr sieht. Aber wir brauchen ein bisschen Platz. Wir haben gesehen, dass der Weg von einer Geschwindigkeit, vorausgesetzt ihre Beschleunigung ist immer gleich, kann man berechnen mit, na, ich nehme am besten wieder eine andere Farbe, dann sieht man das besser, kann man berechnen mit der Durchschnittsgeschwindigkeit, V, ich nenne sie mal VD, Durchschnitt, mal der Zeit, die man dafür braucht. Zeit machen wir mal in Orange, sieht man nicht so gut in Braun. Mal der Zeit, die wir für diese ganze Bewegung brauchen. Und damit wir damit auch wirklich was anfangen können, gucken wir am besten erstmal, was ist denn eigentlich die Durchschnittsgeschwindigkeit? Hatten wir ja im letzten Video, wie gesagt, schon ausgerechnet. Dann haben wir mitgekriegt, dass wenn wir die Endgeschwindigkeit nehmen und darauf noch die Anfangsgeschwindigkeit addieren, oder halt andersrum, das ist ja eigentlich egal. Das Ganze durch zwei teilen, dann haben wir unsere Durchschnittsgeschwindigkeit. Und das Ganze wollen wir ja mal rechnen mit, ja, was ist denn die Zeit eigentlich? Also wir haben ja keine Zeit gegeben, wir wissen nicht, wie lange das dauern wird, bis wir das Ende der Startbahn erreichen. Also müssen wir uns irgendwie anders helfen. Wir wissen auf jeden Fall, dass die Beschleunigung das gleiche ist wie die Veränderung der Geschwindigkeit in dieser Bewegung, geteilt durch die Veränderung der Zeit. Und wenn wir jetzt gucken, wenn wir das Ganze mal umstellen nach t, weil wir wollen ja irgendeinen anderen Ausdruck für t haben, weil mit der Zeit können wir gerade nichts anfangen, dann würden wir hier ja mal t rechnen, also mal Delta t auf beiden Seiten. Und wir können auch gleichzeitig, weil wir das a ja da auch weg haben wollen, auf beiden Seiten nochmal durch a teilen. Also hier Delta T durch A. Und tada, das A kürzt sich raus, das T kürzt sich raus. Und wir wissen dann, dass Delta T, ich schreibe es mal nochmal ordentlich hin, wir wissen dann also, dass Delta T das gleiche ist wie, gleiche Farbe, unsere Veränderung in der Geschwindigkeit geteilt durch die Beschleunigung. Und mit Delta V können wir noch nicht rechnen, weil wir gar nicht wissen, wie groß das ist, aber wir wissen, woraus sich die Veränderung unserer Geschwindigkeit zusammensetzt. Wir wissen ja, dass eine Geschwindigkeit, wenn wir uns die angucken, hat ja einen Anfang und ein Ende. Also wir haben irgendwann damit angefangen und hören auch irgendwann damit auf. Und wenn wir jetzt uns das Ende angucken, also die Geschwindigkeit am Ende unserer Bewegung, und wenn wir davon dann die Geschwindigkeit am Anfang abziehen, dann haben wir ja genau den Unterschied an Geschwindigkeit, den wir von Anfang bis zum Ende erreicht haben. Wenn du mir nicht glaubst, kannst du natürlich gerne nochmal das ausprobieren. Aber ich denke, das macht an sich auch eigentlich Sinn, wenn man die Geschwindigkeit zum Ende der Bewegung nimmt und davon das abzieht, was ich am Anfang schon hatte. Dann ist das insgesamt die Veränderung der Geschwindigkeit über die ganze Bewegung. Und das Ganze teilen wir natürlich auch noch durch die Beschleunigung. So, und jetzt haben wir noch einen schönen Ausdruck, den wir hier drüben hinschreiben können, damit wir wissen, was Delta T ist, können wir auch einfach sagen, dass das unsere Endgeschwindigkeit ist, minus unsere Anfangsgeschwindigkeit, wenn ich das Ganze noch durch die Beschleunigung teile. So, das ist jetzt natürlich noch ein bisschen unübersichtlich, deswegen schreiben wir das mal gleich ein bisschen übersichtlicher hin. Und zwar wissen wir, dass S das gleiche ist wie, richtigen Farben nehmen, da. Das gleiche ist wie, nee, das ist nicht die gleiche Farbe. Das war das Rot hier. Wie unsere Endgeschwindigkeit plus unsere Anfangsgeschwindigkeit. Alles Vektoren natürlich. Und das Ganze multiplizieren wir ja mit dem Ausdruck auf der rechten Seite. Mit unserer Endgeschwindigkeit. Ich mache mal eine, hier mit die Klammer. Endgeschwindigkeit minus die Anfangsgeschwindigkeit. Und das Ganze teilen wir durch 2 mal a. Also kommt hier noch ein A hin und nee, das andere Rot, das Rot und da noch eine 2 hin.
Das Ganze können wir noch ein bisschen vereinfachen, indem wir gucken, was denn eigentlich VE plus VA mal VE minus VA ist. Und das könntest du jetzt natürlich einfach ausmultiplizieren, aber da gibt es natürlich einen kleinen Trick bei, wirst du vielleicht in der Mathematik auch schon mitgekriegt haben, wenn du so einen Ausdruck hast mit a plus b mal a minus b, dann ist das das gleiche wie der erste Term, also in unserem Fall VE, nehmen wir eine andere Farbe jetzt, um das zu verdeutlichen, VE zum Quadrat mal, entschuldige, nicht mal, minus natürlich, minus den zweiten Ausdruck zum Quadrat, also in unserem Fall VA, unsere Anfangsgeschwindigkeit, in Klammern Vektor zum Quadrat. Ja, du kannst es auch gerne ausmultiplizieren einmal und dann überprüfen, ob das so ist. Und das Ganze teilen wir ja immer noch durch 2. Na, das sieht man nicht so gut. Ich sollte ordentlicher schreiben, ich weiß. Durch 2a. So, das sieht doch an sich schon mal ganz gut aus. Wenn wir jetzt noch mal 2a rechnen auf beiden Seiten, kommt im Endeffekt eine Formel raus, die du mit Sicherheit oder eventuell schon mal in irgendwelchen Physikbüchern gesehen hast. Und zwar das S mal 2a das gleiche ist wie VE zum Quadrat minus VA zum Quadrat. Also genau das gleiche, was wir eben gerade ausgerechnet haben. So, wenn ich mir das natürlich jetzt angucke, diese Formel hier, die irgendwo in irgendwelchen Physikbüchern steht, würde auch ich mir natürlich sagen, ja, okay, schön, dass das da steht. Dann ist das wahrscheinlich so, aber warum ist das eigentlich so? Macht das überhaupt Sinn? Und wie du gesehen hast, ist das ja eigentlich nur das Resultat, auch wenn es erstmal unübersichtlich aussieht, aus dieser einfachen Formel hier. Ein bisschen überlegen, alles ein bisschen umgestellt und ein bisschen Mathematik angewandt und wir kommen zu dieser Formel hier. Damit wir das halt nicht jedes Mal machen müssen, haben wir halt diese Formel hier, um uns das einfach einfacher zu machen, damit wir nicht jedes Mal die Herleitung dafür machen müssen. Und um unser Problem jetzt zu lösen, oder was ist unser Problem, um unsere Aufgabe zu lösen, wir wollen ja immer noch wissen, wie viel, was für eine Beschleunigung der arme Pilot da in dem Flugzeug erfährt, gucken wir uns das einfach an, indem wir die Zahlen dafür einsetzen. Jetzt machen wir daraus also mal wieder reale Physik, nenne ich es mal, um zu gucken, was dabei rumkommt. Also wir haben 2a von hier oben. Und wir wissen ja, dass das hier S, das haben wir ja hier oben schon festgelegt, ich scrolle nochmal ein kleines bisschen hoch. Zack, unsere Startbahn ist 80 Meter. Ich schreibe das hier nochmal hin. 80 Meter. Also 2 mal a mal s war 80 Meter mal 80 Meter ist das gleiche wie. So, unsere Endgeschwindigkeit hatten wir oben ja auch schon ausgerechnet. Dort. Unsere Endgeschwindigkeit ist. Ach, ich scroll noch ein kleines bisschen mehr hoch. So ist besser, glaube ich. Unsere Endgeschwindigkeit ist 72 Meter pro Sekunde. Und zum Quadrat minus, und unsere Anfangsgeschwindigkeit ist ja, haben wir hier oben 0 Meter pro Sekunde zum Quadrat, und das ist ja das gleiche wie 0, also können wir auch einfach sagen, schreiben wir gar nicht erst hin, können wir uns die Arbeit sparen. So, machen wir weiter mit der Berechnung. Wir wissen, dass 2 mal 80 160 ist, also haben wir hier 160 Meter, und dann teilen wir beide Seiten gleich mal durch 160 Meter, damit wir auf der linken Seite nur noch a übrig haben. Und jetzt teile ich mal, um das ein bisschen anschaulicher zu machen. Wir rechnen einmal die Zahlwerte aus, also 72 zum Quadrat geteilt durch 80, entschuldige, geteilt durch 160. Also das beides zusammen hier sind 160. Und gucken uns dann einzeln auch nochmal die Einheiten an, damit wir gucken können, ob das auch alles so passt, was wir uns hier überhaupt gerade ausrechnen. Wir haben hier einmal Meter durch Quadrat, Meter zum Quadrat durch Sekunde zum Quadrat. Wir müssen ja alles quadrieren, was in der Klammer ist. Sekunde zum Quadrat. Und das Ganze rechnen wir mal. Da die 160 jetzt hier unten im Nenner steht, muss die Einheit dazu ja auch unten in den Nenner. Und das ist ja Meter. Und oben haben wir gar nichts. Keine Einheit extra. Und dann sehen wir schon, dass sich Meter mit dem Quadrat Meter rauskürzt. Und es bleibt Meter pro Quadratsekunde übrig. Und das ist deswegen so cool, weil wir ja Beschleunigung haben wollen. Also wissen wir schon mal bis hier scheinbar erstmal an sich nicht allzu viel falsch gemacht zu haben. Weil wenn die Einheit schon stimmt und das dazugehörige, die dazugehörige Variable auch diese Einheit haben soll, werden wir mit Sicherheit erstmal alles richtig gemacht haben. Also brauchen wir nur noch die Zahlen miteinander verarbeiten und dazu fragen wir wieder unseren Taschenrechner. Wir rechnen mal mit der Zahl hier weiter, weil sie halt ein bisschen genauer ist. Wir quadrieren die also, kommen auf das Ergebnis und wir teilen durch 160.
160. Und aufschreiben haben wir gesagt, nehmen wir nur zwei signifikante Stellen, weil ich ja hier oben bei der Geschwindigkeit auch gerundet habe. Also haben wir 32,6, haben wir 33, ich nehme mal eine andere Farbe. Die Geschwindigkeit, die Beschleunigung ist 33 Meter pro Quadratsekunde. Und genau das wollten wir auch haben, die Beschleunigung. So, und jetzt will ich natürlich noch versuchen, dir das ein bisschen zu verdeutlichen, wie viel denn 33 Meter pro Quadratsekunde ist. Das heißt, nach einer Sekunde hat er schon, wenn er von 0 angefangen hat, 33 Meter pro Sekunde an Geschwindigkeit gewonnen. Oder, um es anders zu zeigen, wenn du irgendwo runterspringst oder irgendwo was runterfallen lässt, dann ist die Anziehungskraft der Erde, klein g, oder ist die Beschleunigung durch die Anziehungskraft der Erde, ist 9,8 Meter pro Quadratsekunde. Das heißt, wenn er hier beschleunigt, das ist ja ungefähr das Dreifache, wenn wir sagen, wir runden das mal jetzt hier auf 10, dann ist das mehr als das Dreifache an Geschwindigkeit, wie ein Stein zum Beispiel, den du einfach irgendwo runterfallen lässt. Also nicht werfen, sondern einfach nur in die Hand nehmen und dann einfach loslassen. Wir werden uns später noch ein bisschen mit Kraft beschäftigen. Und wenn wir wissen, dass die Beschleunigung durch die Erdanziehungskraft 9,8 Meter pro Sekunde ist, wissen wir auch, dass die Kraft, die Erde auf uns auswirkt, ungefähr, ja, ich sag mal ungefähr jetzt 10 Meter pro, also 10 Newton ist. Das nennt man dann Groß G. Groß G ist also ungefähr 10 Newton. Und das heißt, dass er hier, unser Pilot in seinem Flugzeug, mehr als 3G auf sich spürt. Wie veranschaulich war das am besten? Okay, ich kann nicht gut malen, aber ich probiere mich mal dran. Stell dir vor, das hier bist du, wie du auf dem Boden liegst. Zack. Zack, das bist du. Hier unten ist dein Schuh und ich gebe dir mal noch einen Arm. So, zack, das bist du. Und wenn du auf dem Boden liegst, dann wirkt 1G auf dich. Und wenn du jetzt noch zwei Personen über dir drüber liegen hättest, die genauso schwer sind wie du, dann würdest du wissen, wie sich das anfühlt, wenn 3G auf dich wirken. Aber du kannst dir mit Sicherheit vorstellen, dass das auf jeden Fall ganz schön viel ist und dass das ganz schön drückend ist. Aber das muss der Pilot auf jeden Fall aushalten. Und wenn wir die Beschleunigung schon haben, können wir eigentlich auch gucken, wie schnell das Ganze geht. Wenn er also hier anfängt und bis hier vorne beschleunigt, braucht er wie lange? Wir wissen, dass nach einer Sekunde sind wir oder ist der Pilot 33 Meter pro Sekunde schnell. Und nach 2 Sekunden ist er dann 66 Meter pro Sekunde schnell. Er muss auf 72 kommen, haben wir ausgerechnet. Also ein bisschen mehr als 2 Sekunden braucht er gerade mal für diese 80 Meter. Um genau zu sein, können wir eigentlich mal ausrechnen. Sind das 72 geteilt durch 33? Braucht also ungefähr 2,2 Sekunden, um 80 Meter zurückzulegen. Also er ist ziemlich, ziemlich, ziemlich schnell.